Hallo Leute, willkommen bei The Wandering Village. Dies ist Teil 2. Ja, und hier haben wir unser aufstrebendes kleines Minidorf auf dem Rücken von unserem Onbu. Gehen wir mal näher hin. Erstmal kommen wir hier zu der Karte. Da verschwinden jetzt schon diese zwei Dörfer, wo wir Leute gewinnen könnten. Ja, wir sind halt noch nicht so weit, dass wir hier von Rücken unseres Ombus aus fliegen könnten. Ah, was sehe ich da? Das dürfte ein Pilz sein, jawohl. Den können wir sammeln lassen. Und hier auch. Ah, der ist noch klein, der ist nicht gut. Da warten wir erstmal. Und wenn die hier ein bisschen vorangekommen sind mit dem Bauen... Oh, sehr gut. Was will ich als nächstes bauen? Ich glaube, ich wollte einen neuen Ansatz versuchen. Und zwar machen wir das hier mal auf. Also zuletzt hatte ich dann immer hier die Küche gewählt, um die Heilschiene mit dem Dorfheiler und dem Ombu-Heiler und der Dekontaminierung schnell zu haben. Aber dann gab es immer echt Probleme mit dem Holz und den Steinen. Und darum will ich jetzt mal versuchen, erst die Hütte zu erforschen. Und dann das Warenhaus, das Lagerhaus, was ich eigentlich erstmal nicht brauchen werde. Aber das brauche ich, um dann hier Steine und Bretter mehr zu kriegen. Beziehungsweise Steine und Holz. Hier haben wir jetzt unsere Sägemühle. Nee, unseren Schreiner. Und der produziert Bretter aus Holzstämmen. Das ist gut. Das brauchen wir. Und hier ist der Steineklopper, der Steinplatten produziert. Sehr, sehr gut. Die braucht man nämlich ständig. Und der Pilz ist ausgewachsen. Jawohl. Und habe ich hier genügend Sachen markiert zum Abbau? Ich glaube, ja. So. Damit mir die Materialien nicht knapp werden. Ich finde es ja hier immer schade, die ganzen Bäume zu fällen. Aber wie gesagt, die kann man von einem Förster nachzüchten lassen. So, oh, die Scavenger-Hut kann ich bauen. Das ist gut, das ist sehr gut. Die sieht sehr lustig aus. Die stellt man hier so an den Rand. Obwohl, ich glaube, hier am Rand wäre sie besser. So, und die wird jetzt gleich ganz hoch priorisiert. Und ans Straßennetz angeschlossen. So. Oder so. So, ja. Dann müssen sie halt den Baum auch fällen. Okay. Und jetzt könnten wir vielleicht auch mal Lagerhäuser bauen. Die Farm. Sehr gut. Da muss ich jetzt Anbauflächen definieren. So. Okay. So, vielleicht hier. Und da rechts könnte ich die sogar entfernen. So viel schaffen die nämlich sowieso nicht. Gut. Und haben wir noch Wasser? Ja, wir haben noch reichlich Wasser. Aber die arbeiten hier auch schon an diesem Luftbrunnen. Und dann sollten wir vielleicht hier auch Wege hinschaffen. So. Damit sie schneller unterwegs sind. Und jetzt kommen sie immer von da oben. So. Ja, wir gucken mal,
mal so rumläuft. Das sieht jetzt irgendwie nach Nacht aus. Ja, und da werden wohl neue Leute kommen. Das sind Nomaden. Also so welche, wie wir auch vor kurzem noch waren. Und dann kriegen wir neues Personal. Ein kleiner Pilz. Ah, die Pilze, die brauchen wir übrigens, um unseren Ombu zu füttern. Das bauen wir jetzt an. Eine Pilzzuchtstelle. Die muss man hier in dem braunen Bereich machen. Und da packen wir auch gleich ein Wassersammler dazu. Ja, und hier auch mit Weganschluss. Wo, jetzt gucken wir mal. War das schlau? Na, das hier wäre zu klein. Dann müssen... Später kriegen die dann eine Küche, wo aus den Pilzen das Ombu-Futter gekocht wird. Und das wird dann hier in dem Bereich mit einer Trebuchet... Ah, jetzt muss ich hier wieder Entscheidungen treffen. Ich wollte das Lagerhaus. Gut. Das ich gar nicht brauche. So. Das aber als Zwischenschritt nötig ist. So eine große Schleuder. Ja, vorhin wusste ich es noch, das Wort. Aber halt so eine riesengroße Schleuder, mit dem man dem dann das Futter in den Mund schießt. Dann können wir hier auch gleich ein paar Bäume fällen, weil die dann sowieso weg müssen. Wenn wir mal diese riesengroße Futterschleuder bauen können. So, Leutchen, was macht ihr denn? Naja, hier sind sie schon mal fleißig am Rüben anbauen. So. Das sieht doch lustig aus, wenn das so aufgestellt ist. Leider ist hier so ein Baum davor. Könnt ihr mal diesen Baum hier fällen, bitte? Der steht mir in der Optik. Klappt sich so schrittweise hoch. Finde ich irgendwie ganz gelungen. Und obwohl das so 2D ist, kommen dann da Leutchen raus und gehen rein. Und ja. Jetzt sind hier die Nomaden dazugekommen. Wir sind mehr Leute. Und die Bevölkerung levelt dadurch ab. Und will mehr, braucht mehr Luxus und dergleichen. Ja, immerhin können wir ihnen jetzt ja bald Rüben bieten. Da kann man nochmal Pilze ernten. Nein, kleiner Pilz. Und der hier. Oh. Ach, das sind die, die sind bereit zum Abholen. Die sind schon geerntet, aber noch nicht abgeholt. Ja, gerade am Anfang ist das ganz gut, wenn man hier auch so wilde Pilze findet. Dann hat man schon mal ein paar, bis man die anbauen kann. So. Unser Hornblower wird irgendwie gar nicht berücksichtigt. Den werde ich hier mal priorisieren. Obwohl, nee, die Scavenger hat es mir noch wichtiger. Der kriegt vielleicht eine kleine Priorisierung. Und der hier, der hat schon eine große. Okay, sehr gut. Dafür brauchten wir halt hier den Steineklopper
Ob ich da noch jemand einstellen kann? Nee, das Problem ist, glaube ich, eher, dass wir nicht genug Steine haben. Ist der jetzt groß? Ja, der ist jetzt groß. Sollen die mal kräftig Bäume fällen und Steine sammeln? So, hier oben sieht man, die Materialien sind immer auf Null, die werden immer sofort verbaut. Ja, jetzt haben sie hier den Wasserbrunnen schon in der Mache. Den brauchen wir, glaube ich, gerade nicht, aber es ist besser, wenn man damit auch frühzeitig anfängt. Gucken. Sind wir schon in der Wüste? Ja, ja, wir sind schon in der Wüste. Oh, und hierfür bräuchten wir den Hornbläser. Also. Denn dann können wir auswählen. Kriegt der auch Priorität 3. Können wir auswählen, welchen Weg der geht. Oh, jetzt wieder Research. Das geht Schlag auf Schlag. Tja, machen wir erst das eine, dann das andere. Erst das eine, dann das andere. Das nimmt sich nicht viel. Und wenn wir dann die Sägemühle haben, dann gehe ich hier weiter mit der Küche und den ganzen Doktors und so. Und dann, danach kommt die Onbu-Küche und die große Futterschleuder. Dass mir jetzt das Wort nicht einfällt. Und hier heißt es niedrige Produktivität, wahrscheinlich, weil wir gerade durch eine Wüste gehen. Aber wenn wir da rauskommen, dann wird es produzieren. Ja, mach den mal fertig hier, den Hornbläser. Zacki, zacki. Und den da auch. Mal gucken. Ja, das geht mir immer alles viel zu langsam. Aber wenn ich schneller mache, dann geht es zwar für mich schneller, aber dann rennen sie auch schneller an den interessanten Punkten vorbei und so. Darum lasse ich es jetzt mal langsam weiterlaufen. Vielleicht mache ich es später mal schneller. So, das dürfte ein Haufen Steine sein. Ja. Also Steine, die schon abgebaut sind. Ah, hier kann ich jetzt die Felder festlegen. So, und dann mache ich auch gleich mal einen Weg dahin. Jetzt mal überlegen. Huch. Wieder ran. Zack, zack, zack. Jawohl. Das muss ich ja praktisch nach da vorne arbeiten. Also mache ich den Weg vielleicht auch hier rüber und dann ziehe ich den Weg hier so quer durch. So. Und hier muss es drunter durchlaufen. So. Später gibt es auch Steinstraßen, dann sind sie noch schneller. Aber dann braucht man Steine. Und in der aktuellen Ressourcenknappheit gibt es keine Steinstraßen. Oh, die denken schon an Häuser. Wir haben noch nicht mal eine Speisekammer, Leute. Aber die mache ich jetzt vielleicht mal. So, wo ist der Bärensammler da? Dann mache ich hier mal die Speisekammer hin. Und hier ein kleines Materiallager. Weil wenn man nichts zu lagern hat, braucht man auch kein großes Lager.
So. Aber noch haben wir 29 Essen, das geht halbwegs. Und werden Sie jetzt bald meckern, dass Ihnen die Essensqualität nicht gut genug ist. Aber ich will erstmal die Ressourcenversorgung sicherstellen. Ja, was macht hier die Scavenger-Hütte? Das dauert. Und hier. Tja, das dauert auch. Mal gucken, wo er lang geht. Ob er schon. Er kommt jetzt hier direkt zum Ziel. Und das kann ich jetzt noch nicht sagen, geh hierhin oder dorthin, weil der Hornblower noch nicht fertig ist. Und hier ist jetzt so ein Dorf. Das wäre auch schön, wenn unsere Scavenger-Hütte bald fertig wäre. Nun ja. Nicht zu ungeduldig sein. Was macht auch das Essen wird schnell weniger. Aber hier habe ich sowieso welche zum Ernten markiert. So. Und hier, die lasse ich auch mal direkt ernten. Dann können die mal so im Vorbeigehen mitsammeln. Hier sind noch Steine. Aber die sollen erstmal hier die Steine wegmachen. Da hinten gibt es dann auch noch mehr Steine. Ah, hier gibt es einen schönen großen Pilz. Der holt jetzt hier Steine ab. Du bist wer? Enrichetta. Focus Worker. Ja, die bringt jetzt hier die Steine zu dem Steinschneider, oder? Wo bringst du die hin? Ah, dorthin. Oh, auch gut. Sehr brav. Ja, es gibt viel zu tun für euer kleines Team. Jetzt machen wir das wieder aus. Gucken, was unser Hof so macht. Ja, das geht doch ganz gut hier. Nette kleine Rüben. Ah, gut, ich kann wieder wählen. Oh, das ist gut. Dann ist der Quarry schon fertig. Wunderbar. Dann muss ich das nur noch bauen. Das heißt, es kann sich noch eine Weile hinziehen. Aber dann können die Steine effektiver geerntet werden. So. Machen wir erstmal nur einen. Die kommen ja sowieso kaum hinterher. Oh, unsere Scavenger-Hütte. Ja. Oh, das ist toll. Gucken wir uns die jetzt erstmal von nahem an, bevor die wegfliegen. Also man sieht sie leider nicht fliegen. So. Da stehen sie bereit. Für einen Ausflug. Gucken wir mal, was wir euch machen lassen. Und zwar schicken wir euch hier zu diesem Dorf. Ja, und da gucken sie, ob es da neue Bewohner gibt.
die bei uns einziehen wollen, weil sie sich fürchten, dass auch ihr Dorf ja von diesen giftigen Pilzen heimgesucht wird. Jetzt sind sie weg, die Leute. Ja. Und angesichts dieses schönen Erfolges würde ich sagen, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.